Sie haben uns ja da ein imposantes Tier mitgebracht. Was hat es denn damit auf sich? Das steht bei uns seit 20 Jahren etwa im Garten. Mhm. Und ich habe das von meinem Patenonkel mehr oder minder geschenkt bekommen zum Hauseinzug. Wir leben in einem alten Fachwerkhaus. Okay. Und er hatte ja eine moderne Villa, da hat es nicht so richtig hinpassen wollen. Okay. Und dann war das Einzugsgeschenk. Okay, toll. Und soweit ich weiß, hat er das von seinem Schwiegervater geerbt. Aha. Und der wiederum war Bauer im Knoblauchsland. Und in der Weltwirtschaftskrise, da haben die Leute in Nürnberg so arg hungern müssen, dass irgendjemand mal mit einer Karre da raus ist und hat sich hier 5 Säcke Kartoffeln eingetauscht. Da schau her, wunderbar. Also, was haben wir da vor uns? Tja, einen liegenden Eber, ein schöner großer Bronzeguss mit einem riesigen Schädel, den Stoßzähnen, wie so ein Keiler eben richtig aussieht, der sich so ein bisschen im Schlamm zu wälzen scheint, hat sich hingelegt. Die Rute sieht man, schön modelliert ist das Haar, das Fellhaar. Also man hat den Eindruck, hier hat einer Tiere studiert, bevor er sie modelliert hat. Ich habe hier drüben schon gesehen, da gibt es eine Signatur, die haben Sie sicher auch schon gesehen. Ja, ich habe mich mal dafür interessiert. Boucher könnte französisch klingen und dann habe ich herausgefunden, dass es einen Alfred Boucher, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, wohl auch tatsächlich gab. Also Alfred Boucher, so wie ich das sehe, in die Form eingegraben, also nicht nachträglich in den Bronzeguss, sondern in die Form eingegraben. Ein Franzose, wesentlich in Paris gearbeitet. Seine Hochzeit liegt zwischen 1870 etwa und 1900, hat länger bis ins 20. Jahrhundert gelebt und ist eigentlich gar nicht so sehr als Bildhauer bekannt. Er hat Büsten gemacht, Grabmäler gemacht, ein paar Tierfiguren, sondern er ist deswegen in der Kunstgeschichte so bekannt geworden, weil er der Lehrer von Camille Claudel gewesen ist, eine der berühmten Frauen, die in Paris in den späten Jahren des 19. Jahrhunderts Karriere gemacht haben. Jetzt gehen wir mal auf das Tier ein. Das geht auf ein griechisches Vorbild zurück, also eine antike Plastik, die Papst Pius IV. Cosimo I. von Medici geschenkt hat. Diese antike Plastik, griechische Plastik, steht heute in den Offizien. Aber viel berühmter ist es geworden durch den sogenannten Porcellino. Der Porcellino ist ein Bronzeguss, der 1612 in Auftrag gegeben worden ist von Cosimo II. Von Medici an Pietro Tacca. Pietro Tacca war ein Nachfolger von Gian Bologna, einer der ganz, ganz großen Florentiner Bildhauer. Und dieser Porcellino steht heute an dem heutigen Fischmarkt in Florenz als Brunnenfigur, ist ein bisschen größer wie der. Und dieser Porcellino ist so berühmt geworden, dass fast jede Stadt mittlerweile einen hat. In München steht einer, ist ein Tier gewesen, das man sehr, sehr oft reproduziert hat. Und ich gehe davon aus, dass auch Alfred Boucher diesen Porcellino gekannt hat, jeder kennt den, und hat eine Kopie oder eine Version, würde ich mal eher sagen, eine Version davon gemacht, weil es nicht hundertprozentig genauso aussieht, aber es geht eindeutig darauf zurück. Und auf den Preis einzugehen, ja, das ist natürlich kompliziert, weil wir hier jetzt eine in der Oberfläche nicht mehr hundertprozentig erhaltene Figur haben. Es sieht auch so aus, als wäre das eine Figur, die, sage ich mal, sehr viel öfter gegossen worden ist, also kein Unikat. Im Übrigen gibt es auch von diesem Porcellino mittlerweile Kopien, die in China gemacht werden. Ja, also, das ist bei uns auch. Genau. Die kommen aber nicht von dem, sondern die kommen von dem Florentiner Porcellino. Also das ist ganz anders. Also dieser Porcellino ist so oft gesehen worden. Also ein Preis von, ja, der Boucher ist sehr bekannt, wir kennen ihn, der kann auch hohe Preise erzielen. Aber in diesem Zustand um die 3.000 bis 4.000 Euro würde ich den festlegen. Mhm. Ist ein tolles Ding, schaut, macht sich in Ihrem Garten sicher gut und da darf es auch weiterstehen. Genau. Ja. Freut mich sehr. Vielen herzlichen Dank, dass Sie es mitgebracht haben. Wiederschauen. Gute Heimreise. Dankeschön.